Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft, wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsere Welt, wie der Sturm so unaufhaltsam dringt. Lesung aus dem Johannesbrief. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Kleine Dinge. Denke nicht, dass Liebe, um wahrhaftig zu sein, außerordentlich sein muss. Notwendig ist nur, unablässig zu lieben. Wie kann eine Lampe brennen, ohne unablässige Zufuhr kleiner Öltropfen? Was sind unsere Öltropfen in unseren Lampen? Es sind die kleinen Dinge des Alltags. Die Freude, die Großherzigkeit, die kleinen guten Taten, die Demut und die Geduld. Ein einfacher Gedanke an jemand anderes. Unsere Art, still zu sein, zuzuhören, zu vergeben, zu reden und zu handeln. Das sind die wahren Öltropfen, die unsere Lampen unser ganzes Leben hindurch lebhaft brennen lassen. Komm, Heiliger Geist, schenke uns die Gabe deiner Liebe. Liebe, die sanft und zärtlich ist. Liebe, die geduldig und treu ist. Liebe, die großzügig und gütig ist. Liebe, die gibt und nicht rechnet. Liebe, die ermutigt und nicht bevormundet. Liebe, die schützt und nicht zerstört. Liebe, die nichts bedrängen will. Liebe, die nicht fesseln will. Liebe, die nicht herrschen will. Liebe voll Zuversicht und Freude, Liebe voll Humor und Fantasie, Liebe voll Leben und Kraft. Der Segen Gottes ist die Liebe, die uns miteinander verbindet. Der Segen Gottes ist die Freude, die wir auf dieser Erde und untereinander haben. Der Segen Gottes ist der Friede, der uns glücklich miteinander leben lässt. Der Segen Gottes ist die Gemeinschaft unter uns und mit Gott, die uns trägt. Der Segen Gottes ist die Zuversicht und der Glaube, auch der Glaube an uns selbst. Der Segen Gottes ist die Hoffnung, die den Tod überwindet. Amen.